Ja, eigentlich wollte ich jetzt wieder beim Piraten anfangen, aber da ist gerade was passiert, als ich hier reingegangen bin. Also dachte ich mir, ich lade das nochmal irgendwie kurz davor und wir gucken uns das nochmal gemeinsam an. Ein Tagebucheintrag gekommen und da vorne sind Mantisse. Warum? Was? Der Turm? Was? Ich. Ich keine Ahnung. Herrenhäuser oder weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Erfahrung gekriegt und da sind wieder Monster gespawnt. Also wollte ich das nicht unaufgenommen lassen. So. Ist hier irgendwas passiert dementsprechend? Was? Würde mich mal. Unterwegs bin ich auch noch an so einem Vermummten irgendwie vorbeigelaufen, der in der Nähe der Taverne rumlungert. Der Weg irgendwie auf und ab geht. Also wir haben immer noch nicht alle von den Suchenden da platt gemacht. Ich habe die natürlich ziehen lassen. Ja, das machen wir dann zusammen, wenn wir die mal wiedersehen. Keine Ahnung. Aber ja. Warum Erfahrung? Und so. Naja, auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht lässt er uns jetzt rein für 0 Gold. Und sonst müssen wir halt, weiß nicht, 200 Gold oder wie auch immer, die Ersparnis jetzt ist, bezahlen. Ich speichere nochmal. Ich habe auch das Fleisch da vorne verbraten. Alles. Jetzt haben wir über 100 Fleisch. Richtig. Da. Ja, ich habe 187 Fleisch haben wir jetzt. Also wenn wir jemals hungrig sind, ne? Und eine Menge Zeit mit Heilung verschwenden wollen, dann können wir auch das Fleisch essen. Ist das nicht schön? Moin. Könnte ich nicht einfach hier irgendwie an der Palisade vorbeistiefeln? Unkraut, wird. Henry? Jo. Halt! Freund oder Feind? Was? Schon wieder? Freund. Das kann ja jeder. Was? Achso, jetzt ist hier wieder ganz normal. Lass mich rein. Du hast mir. Du 300 oder du. Nee, warte, warte. Naja, das hier erst. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Pat? Lass mich rein. Du hast mir eine Nacht. Du willst für Alligator Jack den Lauf. Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Na gut, 100 ist erträglich. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Geht das? Ich will in deinen Entertrop. Tja, dann willkommen in meinem Entertrop. Was? Wieder einer mehr, der uns hilft, die Banditen vom Hals zu halten. Ich hätte jetzt gesagt, schnapp dir einen der Jungs und räucher die Mistkerle im Turm aus. Aber du hast es ja schon erledigt. Sehr gut. Gut, das war's, ja. Ja. Bones, Garrett, Pirat. Und andere Leute, wir fangen von links an. Du siehst aus, als würdest du zwei Hand trainieren. Nicht wahr? Glaubst du wirklich daran? Oh, wie viele Leute ich jetzt hier beklauen kann. Oh, ist so gut. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag?
Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Wird sich das jemals ändern? Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Oh, okay. Die haben ja sogar eine kleine Kanone. Oh, wie süß. Hoppala. Kann man die benutzen? Nee, ne? Schade. Ich hätte ja gern mal geschossen. Na, schön hier. Hier kommt man nicht hin. Das ist so eine abgelegene Seite von Corinnes, ja? Der Insel. Skip! Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Also du bist hier, aber Greg nicht. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Ah, sicher. Der Steckbrief. Naja, schlecht getroffen. Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Gar nichts mehr. Das hab ich vorhin gesagt. Gib mal her. Schon lange bekannt. Was machst du hier? Hey, ich bin gerade aus Corinnes zurück und jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Ist das wirklich wahr? Hä? Bist du nicht zusammen mit ihm da gewesen? Ich habe Greg und Corinnes gesehen. Wirklich? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Dann muss was schiefgelaufen sein. Er sollte eigentlich längst mit unserem Schiff hier sein. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Corinnes zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Das war doch schon vorher klar. Aha. Okay. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Erzähl einfach mal alles. Sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Woher? Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass herum zu bezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Zwei von unseren besten Jungs. Oh nein. Geh nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Ignoriert ihn einfach komplett. Locker, schön. Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Sag's mir also. Ja, okay. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Doch. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Das wird einfacher als gedacht, glaube ich. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings. Ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ach so. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt um. Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Ja, Raven, der Namensgeber des Addons, ne? Die Nacht des Raben. Naja. Verkaufen? Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Lagerbestände. Das ist der Typ, der hinter dir steht jetzt, ne? Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug.
Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine haben sie mit Sicherheit in die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Ihn nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben es mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Okay, also willst du die wieder haben, ne? Ja, genau. Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain vertraut ihm. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Kann er? Kannst du mich nach Corinnes bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Passiert da nachher irgendwas mit dem Portal, das wir Skip benutzen müssen? Was? Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Ja. Hier, nimm einen Schluck. Okay, gut. Danke, Mann. Nett. Aus der Riesenpulle. Was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald mal einer ab. Warte, warum hast du zwei verschiedene Stimmen? Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis, der spielt sich auf, als wäre er unser Captain. Aber wart mal ab, wenn Greg wieder da ist. Dann kriegt er wieder unter seinen Stein und ist klein wie ein Flusskrebs. Wenn du mich fragst, verarscht er uns alle. Ich wette, er arbeitet in die eigene Tasche. Von mir hast du das nicht. Und solange es keine Beweise gibt, würde ich das an deiner Stelle auch nicht laut rumerzählen. Okay. Ist das und sonst? Die Banditen sollen ruhig angreifen. Gut. Matt, Brandon, Pirat. Wie sieht's aus? Francis, der Lageranführer, ist eine Witzfigur. Den kann doch keiner ernst nehmen. Okay. Sieh an, ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Noch nicht. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich komme von den sauberen Banditen, nicht von den dreckigen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Frauen? Habt ihr auch Frauen hier? Nee, ne? Die sind hier schwer zu kriegen generell in Gothic. Außer Nutten, aber das ist ja irgendwie nicht das Gleiche. Zeig mal, was du hast. Das ist doch schon lange bekannt. Feuerschutz, Magieschutz. Joa, Schutzschutz. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hat er nicht gesagt, er verkauft keinen Rum? Naja. Alte Machete. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Alte Riesenmachete. Gibt Stärke, interessant. Also nicht, ja, hier, das gibt Waffentalent, ja. Der Orkschlechter ist auch so ein bisschen so eine ikonische Waffe im Gothic-Universum, oder? Ich meine, den gibt es in Gothic 3 auch wieder. Recht prominent. Von mir erfährt keiner was. Lass uns haben. Verkauft immer wieder Pfeile, interessant. Na gut. Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Ja, ich habe noch 7 oder so, ne? Also, alles kein Problem. Wo bekommst du deine Waren her?
Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Dass du das nicht gewusst hast. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Dein Captain Greg, wie ist er so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Oh ja. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Mhm. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Friedhof also? Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand, der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Süden? Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Da gehen wir hin, ja. Ich habe schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Oh, Monster, sehr gut. Wenn du wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Also, komm mir nicht so. Was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Ist er ja nicht. Morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Ja. Gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Gut. Büche quatscht. Er ist immer so viel Tratsch immer. Oh, weißt du was über den und den? Nein, aber über den und den, ne? Sieh an, ein Neuling. Ja. Yep. Und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Schlau. Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Aha. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Was? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Okay. Gibt's was Neues? Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Okay, schön. Okay, also müssen wir ihm Teufelszeug bringen. Hallo, Matt. Ist neu hier, was? Gut, wir können jeden Mann gebrauchen. Mhm. Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle, ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Joine. Wenn die Banditen da sind, okay. Kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlenmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Woher? Nun, zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett Größen. Ups, größenwahnsinnig geworden, ja. Tja, bei Raven ist das auch nicht so schwer. Was weißt du über Francis? Du meinst außer, dass er faul und unfähig ist? Ja. Lass mich mal überlegen. Nein, mir fällt sonst nichts ein. Yeah, okay. Dann reden wir jetzt mal mit Francis und dann mit Samuel und... Glaubst du wirklich, da irgendwo hier muss noch Morgan sein, ne? Dem wir eigentlich das Fleisch bringen sollen. Das ist wirklich nicht. Na du?
Hast du einen guten Platz gefunden, oder was? Schlüssel. Sehr schön. Damit kommen wir wahrscheinlich in die Hütte, ne? Was? Warte mal. Laden. Ich hätte gern mit ihm geredet noch. Den Schlüssel zu klauen macht anscheinend die Auswahl weg. Hey. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Das ist ganz schön klein, oder? Wieder ab oder ich mach dir Beine. Bitte was? Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen, also zieh Leine. Oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Nee. Nee, ist okay. Der hat nicht mal eine Waffe, oder? Doch, so ein Normalo-Schwert. Joa, dann, wir können ihm jetzt den Schlüssel abnehmen und einfach reinspazieren, ne? Wir warten mal damit. Machen erst noch andere Quests, denke ich. Bill, hallo. Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er kommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Okay. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinus geblieben. Du bist aus Corinus? Ja. Du warst in Corinus? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Na? Kannst du mir was beibringen? Diebestalente, oder was? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein. Sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Ja. Wie an deine Sachen, hä? So, irgendwo am Strand sollte morgen sein, oder? Da waren wir schon. Gehen wir nach Norden. Da muss ja auch Sammo in seinem... Mensch. Da ist morgen. Und Samuel muss da auch noch irgendwo in der Höhle hocken. Morgen! Na, was los, du faule Sau? Wäre besser, wenn ich... Nein! Ich wollte nur dein Gesicht sehen, während wir reden hier. Okay. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. So, besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her. Was? Das ist alles? Hast den Rest selber gefressen, was? Ups. Naja. Ach, weil ich es gebraten habe? Zählt das nicht mehr? Bitte was?
Shit. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich hab ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt. Gehen so ansteckend. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich hab die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Hier. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Klingt gut. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch allem? Oh nein, Lurker. Durch und du verdienst ja den Respekt. Ja, Leute. Willkommen in meinem Trupp. Ach, ich hau mich wieder hin. Oh. Nochmal. Da war noch mehr Gesprächsoptionen. Was war das? Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Verlockend. Lecker. Leg wieder hin. Na dann, gute Nacht. Reingehauen. So, dann können wir jetzt hier das hier alles klauen. Ah, da ist irgendeine wichtige Pflanze noch, oder? Was ist das? Nee, nur so ein Kraut. Ich dachte, das wäre jetzt Kronstöckel oder so vielleicht. Ja, Strand im Norden, Strand im Süden, ne, sagen sie. Wo ist denn die Höhle? Mit dem... Was? Hier war die. Ah, okay. Hier ist die Höhle mit Samuel. Hey, du. Ja, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Was? Ich will mit dir über Francis reden. So viele Optionen. Bloß auf mit diesem Möchtegern-Captain. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Ich muss in Gregs Hütte. So, und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Mhm. Es sei denn... Ja? Du hast was, was er unbedingt haben will. Zum Beispiel? Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Mine im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt. Ich habe keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber... Vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. Wenn der Captain wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Hätten wir es nicht schon finden müssen? Meine Ration Grog. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Nee, ich will das krasse Zeug hier für den einen Typen.
Was gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Ja, okay, das da. Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken. Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Schneller Hering. What? Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Wir haben das eine von Vino, ne? Ist schneller Hering das, was der Typ haben wollte? Anscheinend. Ja, dann nimm mal. Gut, diesmal habe ich die nicht getrunken. Gut. Wow, wow, schneller Hering. Alles klar. Wie lange hält das? Vielleicht soll ich davon mehr kaufen. Das ist ja sehr praktisch. Also Geschwindigkeitstrank eigentlich. Und jetzt Brandon. Ich nehme diesen. Geht runter wie flüssiges Feuer. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Süden, weil wir gerade hier sind. Machen da mal erstmal die Strände platt. Ja, da kommt man über Wasserweg lang, ne? Ja, ja. Das sind Feuerwarane. Warane sind mies. Also der Strand hier ist ein bisschen sehr hart. Der andere ist bestimmt leichter, wenn da Lurker nur rumhängen. Ich wollte hier eigentlich nicht runterrutschen. Zwei Feuerwarane. Nein, stirb doch! Oh oh, fuck. Nein, 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 nein. Danke. Okay. Wow. Schon viele, Ja, dann essen wir jetzt mal. Mal ein Stück weiter weggehen. Essen wir jetzt mal hier die Pilze, bis es schlecht wird. Oder bis wir Mana dazu kriegen. Es kann jetzt einen Moment dauern. Aber ich will diesen Mana-Bonus haben. Das heißt übrigens, dass wir keinen Mana mehr skillen. Also 1 zu 1 hätte ich noch gemacht, aber eigentlich ist ja egal. Wir kriegen Mana schon noch genug so zusammen, denke ich. Mhm. Ja, na los. Nom nom. Nom nom. Nom nom. Nom nom. Muss ich erstmal wieder verletzt werden. Jetzt lohnt sich das nicht. Komm schon. Komm schon. Nein, warum beide? Problem. Großes Problem. Ey, zum Glück sind die dumm und drehen immer wieder um, ey. Sonst hätte ich keine Chance. War da noch einer? Nee, nur normale Warane. Du darfst jetzt sterben? Komm schon. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Goldener Kompass. Yeah. Unter dem Toten, ja.
Zombie. Nur einer? Oh, Zombies sind Two-Hit, ja? Komm schon. Wenn ich treffe. Ja. Nice. Sehr, sehr geil. Ist es gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin und nochmal extra... Der hat eine Rüstung an. Um nochmal extra Geschicklichkeit höher zu ballern. Sonst bräuchte ich mehr Treffer. Was hat denn der für eine Rüstung an? Eine Paladin-Rüstung, ne? So eine kaputte, so eine eklige Paladin-Rüstung. Schade. Die würde ich ihm gerne aussehen und anziehen. Die ist bestimmt besser als meine. Trank und Geld und... Zwei Ringe liegen hier noch rum. Da ist ein Schwert. Bestimmt so ein Paladin-Schwert oder so. Weiß gar nicht, ob ich mir die Ringe überhaupt angucken soll, ganz ehrlich. Die werden eh nur Mana oder Leben machen. Und irgendein Teil von einem Set sein. Wir gucken nachher mal rein. Hier ist nichts mehr, ne? Oh, doch, 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 doch. Naja. Nichts Wichtiges mehr, meinte ich. Nichts Interessantes. Oha. Belia-Schrein. Ja, aber da steht nichts rum. Na gut. Sehr schön. Joa. Fand das jetzt irgendwer cool, dass wir den Strand weggemacht haben? Wir haben den Kompass geholt auf jeden Fall. Das findet jemand cool. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Wer war das? Hier. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ein Gürtel? Ja. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Ja, 7-7, der ist gar nicht so schlecht. Ringe, Ringe, Ringe. Wenn das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das ist doch lange bekannt. Ring der Priester, Mana-Bonus, ja. Ring der Heiler, meh. Meinst du, mir geht es besser? Das ist eine schlimme Sache. Noch ein Amulett der Krieger. Ist das wirklich wahr? Was hat er? Schutz vor Waffen. Das ist ja nicht so schlecht eigentlich, ne? Also, das könnte man auch anziehen noch. Entschuldigung, ich wollte da nicht. Das ist eine schlimme Sache. Tja, das hat er wirklich behauptet. Achso, die haben nichts dagegen, dass ich hier drin bin? Das Bier. Können wir auch hier lassen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Joa. Es kommt nur auf die Kraft. Hab ich denn gefunden, was er hier verbuddelt hat in der Nordschlucht? Nee. Klauen nachher eh seinen Schlüssel einfach und dann spazieren wir rein und dann ist gut. Aber ich will erstmal noch alles andere machen. Weil ich da noch Erinnerung habe, was dann passiert. Dann könnte es sein, dass sich hier ein bisschen was ändert im Lager. So, dann gehen wir jetzt nach Norden. Und dann haben wir doch Quests hier.
Skip. Achso. Die Sache mit Angus und Hank, die müssen wir eigentlich noch machen. Da ist noch eine Höhle. Ja, ne? Easy. Wir brauchen noch 8000 Erfahrung knapp. Guten Tag. Na, wie viele Treffer brauche ich für den? Wenn ich mal treffe, 2. Okay. Nice. Blitz. Aha. Eine goldene Halskette. Ja, dann gehen wir jetzt nach Angus und Hank suchen, ne? Muss ja in der Nähe sein, bisschen weiter östlich von diesem Lager aus. Weil, das können wir auch später machen, denke ich. Wir klauen uns mal den Schlüssel und holen uns einfach die dumme Rüstung. Irgendwo da. Ne, warte mal, kann ich das machen? Warum? Ne, okay. Also ich habe nicht das Ding, was auch immer er verbuddelt hat im Norden, wo wir da schon waren. Hm. Na gut. Dann halt nicht. Ich geh einfach mal rein, ne? Lol. Er sagt auch nichts. Nehme ich hier noch andere Sachen mit? Ja, ich nehme alles. Ich nehme alles. Logbuch von Greg. Nehme zuerst alles, was nicht die Rüstung ist, und dann das. Viel Loot, ey. Flaschenpost und... Wir müssen noch ein bisschen was lesen hier auch. Gib mal her. Links. Links, rechts, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, links. Keine Rüstung. Was? Was? Keine Rüstung? Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet, genau. Gearbeitet. Joe, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Gib mal deinen Geldbeutel, bitte. Geht's mir gleich viel besser. Hier. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Was? Na gut. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Sind da neue Viecher? Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Ja, mach ich. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar?
Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Ich hab was anderes gehört. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich will dabei keine Hilfe. Welche Viecher soll ich töten? Du sollst die Razor beseitigen. Das andere Viehzeug ist harmlos. Okay. Also die Razor töten. Also sind da jetzt neu gespawnt, ja? Sehr gut. Sehr gut, dass wir die vorher platt gemacht haben schon mal. Ja, Greg ist zurück, ne? Nee. Ich will keine Hilfe. Also machen wir das erstmal und wir suchen auch nach Hank und Angus. Hießen die so? Ja, ne? Geil. Greg ist wieder da. Juhu.